Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal so ein bisschen durch meinen Vormittag mit. Ich habe nur die zwei Kleinen hier heute zu Hause, die Großen sind in der Schule. Und daher habe ich mir überlegt, so viele Aufgaben wie möglich heute so ein bisschen in den Vormittag zu packen. Ich muss nach Romis Geburtstag hier ganz schön was aufholen an Hausarbeit. Das Haus steht auf dem Kopf, muss ich euch ehrlich sagen. Also wenn man so ein, zwei Tage nachlässt und nicht hinterherkommt mit dem Aufräumen, dann ist es schon schwer, das alles wieder aufzuholen. Außerdem wollte ich heute ein bisschen Brot morgens backen. Ich habe einen Brotbackautomaten zugeschickt bekommen, den ich testen darf. Und das wollte ich mit euch zusammen machen. Ich habe gestern schon das erste Brot damit gebacken und ich bin begeistert. Also ich muss ja oft und viel Brot für meine Familie backen, weil wir viele sind. Und da jedes Mal ein qualitatives Brot zu kaufen, ist schon echt teuer und geht ins Geld. Und daher backe ich das meiste Brot selber. Und Brotbacken nimmt bei mir schon ganz schön viel Zeit in Anspruch. Also ich muss zwischendurch immer wieder mal hinlaufen und schauen und dann kneten und so weiter und so fort. Und da habe ich gestern einfach nur die Zutaten alle reingeschmissen und die Maschine hat alles von alleine gemacht. Das war so eine Arbeitserleichterung. Also oh, ich habe mir so lange einen Brotbackautomaten gewünscht und immer war irgendwie nicht die Möglichkeit, sich einen zu holen. Und jetzt darf ich einen testen und ich bin dafür so dankbar. Ich habe einen von Calm-Do zugeschickt bekommen. So ein Brotmacher. Und das Brot von gestern, da habe ich ein Vollkornbrot gebacken. Das ist so lecker geworden. Und die Kruste ist so schön knusprig und mittendrin so schön weich und nicht trocken. Ja, gestern habe ich komplett Vollkorn gebacken. Heute werde ich so zur Hälfte Vollkorn und zur anderen Hälfte, also Dinkel Typ 1050 backen. Also etwas heller. Und dann werde ich heute noch etwas mehr also Samen und sowas da hinzugeben. Ich habe mir jetzt schon alle Zutaten bereitgestellt. Romy frühstückt jetzt schon das leckere Vollkornbrot, ja, Romy? Hm? Schmiert sich das mit Marmelade. Na, Benny hämmert da oben irgendetwas. Also wenn ihr jetzt hier im Hintergrund hämmern hört, dann wundert euch nicht. So sieht er von innen aus. Ich habe gestern ein 1000 Gramm Brot gebacken. Heute mache ich das auch wieder. Das ist für unsere Familie, reicht das gerade mal so für ja, einen Tag. Ein Frühstück, wenn es gut geht, ein Frühstück. So sehen die Programmknöpfe aus. Ist gar nicht schwer einzustellen. Man muss nur das Rezept wählen und dann die Grammanzahl des Teigs. Es gibt da drei verschiedene Möglichkeiten. 1000 Gramm, 750 Gramm und 500 Gramm. Und dann stellt man nur noch ein, ob man eine dicke Kruste haben möchte oder eine dünne Kruste. Und dann macht er den Rest auch schon von ganz alleine. Ja, wir fangen mit dem Brot an und dann geht's weiter mit der Hausarbeit, ja? Romy, hilfst du Mama heute? Super. Erstmal Wasser. Ja. Wasser. 300 Milliliter Wasser. 300 Milliliter warmes Wasser. Na, Romy? Einstellen und er beginnt mit der Arbeit. Ja? Ist das nicht eine Arbeitserleichterung? Ich habe mir schon so lange einen Brotbackautomaten gewünscht. Erstmal müssen wir die Steckdose einstecken. Ja? Ja, da ist er angegangen. Jetzt stellen wir das Programm ein. Warte, warte.
Und jetzt kann es losgehen. Super. Jetzt backt er schon, ja? Guck mal, da dreht er jetzt das Brot. Knetet er das jetzt. Ja? Schau mal, Benni, guck mal. Benni, guck mal. Guck mal da hinein. Guck mal da rein. Ist das spannend? Ja. Den stellen wir jetzt zur Seite, Romy. Und dann geht's los mit Aufräumen, okay? Ja. Super. Stellen wir ihn jetzt zur Seite, ne? Ja. Dann bin ich nicht mehr mit Brotbacken beschäftigt, sondern kann mich jetzt ums Aufräumen kümmern. So, erstmal habe ich mir meinen Korb mit Reinigungsmitteln geholt. Und der Benni. Nein, Benni! Gib das her! Das ist lustig, Romy. Das ist deine Lieblingsaufgabe, ja? Reinigungsmittel durch die Gegend spritzen. Nein! Nein, nein, nein! Gib das her! So, ich habe immer so einen Korb hier mit Reinigungsmitteln, den schleppe ich immer mit mir rum, wenn ich aufräume. Jetzt fange ich erstmal damit an, den Kühlschrank sauber zu machen. Und da habe ich auch extra von doTERRA so Antidesinfektionskonzentrat. Das ist sehr gut für die ganzen Küchenarbeiten. Also wirklich, wenn man den Kühlschrank und sonst was sauber machen möchte, da gibt es extra dieses rein pflanzliche Reinigungsmittel ohne jegliche Gifte und sonst welche Zutaten, chemischen Zutaten. Hey du! Und den Rest, den habe ich von Mella Leuka. Da benutze ich dieses Reinigungsmittel. Das sind auch Konzentrate, die ich mit Wasser mische. Und ja, die sind auch rein pflanzlich und finde ich richtig gut. Da habe ich extra für die Küche und fürs Bad. Und ja, das fürs Bad, das ist für den Spiegel. Und das ist für die Küche. Da benutze ich das auch immer so für die Arbeitsflächen und so weiter, für die Schränke. Benni, aber ich brauche das nicht mehr benutzen, denn Benni hat schon alles voll gespritzt hier, ja? Hat schon alles voll gespritzt. Ich muss dir eine Flasche voll mit Wasser machen, dann kannst du rumspritzen. Okay? Lass das. Ich fange jetzt mit dem Kühlschrank an. So, ich muss die Flaschen retten, ansonsten sind sie gleich leer. So, jetzt ein Schuss, darf man hinein. Jetzt hole ich meinen Kühlschrank Wasser. Kann ich mit denen? Auch ja. Hast du dein Brot schon aufgegessen? Mhm. Es ist noch zu Ende auch. Ja? Jetzt musst du erstmal den ganzen Kühlschrank leer machen. Mhm. Ja. Thank you.
der Kühlschrank ist jetzt schön sauber. Ich habe ihn jetzt auch eingeräumt. Jetzt kann ich ihn auch wieder anmachen. Stellen wir auf 3, 3,5 reichen. So, ich muss definitiv einkaufen. Heute ist es alles leer. Also ich habe nur noch die Tofu-Produkte und so weiter. Aufschnitt habe ich noch genug. Aber ansonsten, frische Sachen fehlen mir auf jeden Fall. Gut, auf an die nächste Aufgabe. Ja, ich habe mir schon wieder viel zu viel vorgenommen für den Vormittag. Nur die Hälfte von dem geschafft, was ich machen wollte. Jetzt muss ich Benny erstmal schlafen legen und dann mache ich erstmal Mittagspause, mache meine Andacht und so weiter. Das ist Romy, die spielt noch draußen. Mein Brot ist in einer halben Stunde fertig. Und ja, ich würde sagen, dann melde ich mich wieder. Mache jetzt erstmal Pause. So. Jetzt kann man es stürzen. Es lässt sich sehr gut stürzen und der Geruch ist herrlich. Ihr habt gesehen, ich habe so gut wie gar nichts da gemacht. Ich habe nur ein bisschen da die Zutaten hineingeschmissen und der Automat hat alles selber gemacht. Und das ist so ein tolles Ding. Der kann sogar Joghurt machen und Marmelade. Das will ich auf jeden Fall auch noch damit ausprobieren. Ich mache ja oft selber Joghurt und jetzt probiere ich das mal in diesem Gerät auch drin aus. Hier, das trocknet jetzt, das kühlt jetzt schön ab. Und dann werde ich es mal anschneiden und werde euch zeigen, wie schön das geworden ist. Erstmal wickele ich das hier ein. So, das kann es ein bisschen abkühlen hier. Ja, und den Automaten stelle ich zur Seite. Der wird morgen wieder im Einsatz sein. Ach so, und falls ihr wissen möchtet, welches Gerät das jetzt ganz genau ist, also wie das jetzt ganz genau heißt, dann zeige ich euch das Bild hier einmal auf dem Karton. Ich muss mal gucken, ob er das jetzt scharf hat. Hier steht die Nummer und so weiter drauf, das Modell und alle Daten. Ja. Wir sind mit Romy jetzt am Kochen. Wir wollen eine Suppe machen und Romy hilft mir aber ganz fleißig mit, ja? Ja? Hilfst du mir ganz fleißig mit? Ja. Ja? So? Ja. Mhm. Nicht so große. Ganz kleine. So? Ja, aber passt bitte auf deine Finger auf, ja? Ja. Okay? Und ich kann es nicht abwarten. Ich muss das Brot einfach anschneiden. Das riecht hier so herrlich. Hm, Benny ist aufgewacht. Ich werde das Brot jetzt erstmal anschneiden.
Quellenkühe. Ah, das riecht gut, ne, Romy? Das ist lecker, ne? Ich kann auch küssen. Also ich bin begeistert von diesem Brotbackautomaten. Kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Der ist gut. Lecker, ne? Ja. Der ist lecker. Ja. Der ist ganz einfach in der Bedienung und das Brot klappt wunderbar, ohne Probleme. Nein, ich stieße. Und schneidest du weiter? Ich gehe Benni holen, ja? Ja. Die Kinder holen sich hier schon ein Brot nach dem anderen ab. Das schmiere ich auch für Benni alles. Solange die Suppe noch kocht, schmiere ich ihm schon mal ein Brot. Ja, 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 du hast Hunger. Philipp und Sarah sind auch schon zu Hause. So. Das Mandeln ist ein lieb Mandeln bei uns. Alle. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage dann Tschüss und bis zum nächsten Mal, ja?